München hat zwei neue Kickbox-Weltmeister. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Nach zwei Niederlagen ist Oskar Plasene wieder zurück. Gleich in der ersten Runde schickte der Münchner den Spanier Alex González mit einem linken Haken zu Boden. Der Spanier kämpfte sich wieder zurück, versuchte dagegen zu halten, musste aber noch einmal im Kampfverlauf angezählt werden. Ein spannender Kampf, den der Steko-Schützling für sich entschied. 3:0 urteilten die Ringrichter für Oskar. Die Zuschauer im Olympia-Eichstadion tobten und klatschten minutenlang. Wesentlich knapper verteidigte Weltmeister Pascal Schroth seinen Titel. In der ersten Runde versuchte der Steko-Schützling, den Italiener Lorenzo Di Vara in die Ecke zu treiben. Dieser konterte jedoch ab. Pascal zog sich währenddessen eine Platzwunde oberhalb des Auges zu. In der zweiten Runde schickte Pascal Schroth Lorenzo Di Vara mit einem Kopfkick zu Boden. Der Italiener erholte sich und gab die Runde haushoch ab. Nach einem blutigen Kampf ging der Weltmeistertitel nach 5 Runden an den Steko-Thai-Boxer Pascal Schroth. Ein spannender Kampf auf hohem Niveau lieferte auch WKO-Europameister Mario Kornhaas ab. Er kämpfte gegen den 29-jährigen WKO-Intercontinental-Meister Firas Eid aus dem Libanon. Beide wollten den vakanten WM-Titel gewinnen. Der Libanese Firas Eid punktete mehr und gewann das Duell. Bitter und überraschend ging es für den 24-jährigen Leon Gavanas aus. Seine Prognose? Ich will den Kampf vorzeitig beenden. Ziel wäre es in der zweiten Runde. Und ja, ich freue mich, ich habe richtig Lust drauf, ich fühle mich topfit jetzt. Siegessicher stieg er in den Ring, verlor aber vorzeitig in der zweiten Runde gegen den Portugiesen Lurie Fernandes. Mehrere Minuten lang lag Gavanas am Boden und ging schließlich K.O. Laut seinen Trainern Pavlica und Ivan Steko schreit das nach einer Revanche. Und die wird es wahrscheinlich im September geben, bei der nächsten Stekos Fight Night in München.